Hallöchen meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid auf Melody of Books. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine schlechtesten Bücher für 2017 geben. Ich will euch einfach mal vorstellen, welche Bücher mich leider enttäuscht haben und nicht das versprochen haben, was ich von ihnen erwartet hatte. Und warum das zusammenhängt bei den einzelnen Büchern, erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Also seid gespannt. Genannten Bücher verlinke ich euch wie immer natürlich unten in der Infobox, genauso wie genannte Kanäle oder ähnliches, also schaut da vorbei. Ich muss auch leider um euer Verständnis bitten, denn alle Bücher, von denen ich euch heute erzählen will, habe ich gar nicht mehr hier, von daher muss ich euch hier auch ein paar einblenden, das werdet ihr dann aber gleich sehen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu den einzelnen Büchern sagt, die ich auserkoren habe als meine Flop-Bücher für 2017. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ja, demnächst wird es dann noch meine Top-Bücher für 2017 geben. Da dürft ihr euch natürlich auch schon drauf freuen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Das erste Buch, was mich wahnsinnig enttäuscht hat und von dem ich mir definitiv viel, viel mehr erhofft hatte, oh Gott, ich habe irgendwo ein Haar, war As Long As You Love Me von Anna Aguri, hieß sie, glaube ich. Das war eine New Adult Geschichte und eigentlich dachte ich, ja, das kann ja nur gut werden, weil New Adult zu schreiben, ja, ist jetzt nicht simpel oder so, aber das ist so ein Genre, da kann man viel richtig machen. Leider muss ich gestehen, war das in dem Buch nicht so. Das war auch schon bei seinem Vorgänger leider so. Und von daher, naja, hatte ich jetzt nicht die größte Hoffnung, da ich vom Vorgänger ja wusste, dass es schlechter, also nicht so gut war. Aber trotz alledem konnte mich auch dieses hier nicht von sich überzeugen und war für mich einfach so eine Katastrophe, wo ich so dachte, boah nein, diese Reihe beendest du auch nicht. Das war der erste und der zweite und eigentlich hätte ich nur noch den dritten lesen müssen und dann hätte ich sie für mich beendet. Und trotz alledem habe ich mich echt dagegen entschieden und habe gesagt, nein, Jessie, nein, das machst du nicht. Leg es einfach weg, guck es nie wieder an und ich habe es dann ja auch verlost und einer von euch hat sich darüber gefreut. Ich weiß gar nicht, ob du das schon gelesen hast. Du kannst mir ja gerne mal schreiben, wenn du das schon angefangen hast. Selina, heißt du Selina? 1989 ist, glaube ich, dein Datum hinten dran. Und du hast so ein Bild, wo eine Frau drauf sitzt. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht. Ich weiß nur nicht, ich weiß, dass du mit S anfängst, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ganz richtig ist, was ich gerade sage. Eine weitere Geschichte, die mich enttäuscht hat, und das gilt jetzt für die ganze Reihe, weil ich die komplett 2017 gelesen habe, waren die Kane-Chroniken. Tatsächlich ist Rick Riordan ja eigentlich mein Guru, was so mysteriöse, nein, mein Guru, was so Geschichten um Gottheiten und ähnliches angeht. Er schreibt einfach richtig, richtig toll. Das ist auch in den Kane-Chroniken so. Also sein Schreibstil ist einfach nett und schön und locker leicht und trotz alledem fand ich die nicht gut. Irgendwie hat er das hier nicht geschafft, mir das Ganze gut zu verkaufen, obwohl ich Ägypten total mag und ich mag auch die ägyptischen Gottheiten total gerne. Aber es ist nicht übergesprungen. Da konnte ich mich nicht drin fallen lassen, was auch zum Großteil an Carter und Sadie lag. Die waren mir nämlich einfach nicht sympathisch. Auch in Percy Jackson auf Monsterjagd mit den Geschwistern Kane fand ich sie nicht nett und nicht sympathisch und habe nur so gedacht, mag euch nicht. Und das zog sich halt leider durch diese ganze Geschichte und es ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin gewesen. Ich hoffe einfach darauf, dass mir Apollo und Magnus Chase 2 besser gefallen wird, aber ich glaube da ganz fest dran, da die Kane-Chroniken echt nicht so gut waren. Auch dieses Buch von dieser Autorin kommt wahrscheinlich eher unerwartet, beziehungsweise was heißt unerwartet, aber dass ich von dieser Autorin etwas auf die bei den schlechtesten Büchern 2017 einreihen würde, hätte ich selber niemals für möglich gehalten. Und trotz alledem ist es tatsächlich der Fall. Hier habe ich nämlich Scorch von Jennifer Armentrout. Ich finde einfach, dass Fridget und Scorch beide nicht die besten Bücher dieser Autorin sind. Die kann wesentlich mehr. Die kann gerade in New Adult Büchern viel, viel mehr und hat das hier bei den beiden irgendwie nicht so hingekriegt, bei mir den letzten Funken überspringen zu lassen. Und das ist einfach ein Grund, warum ich sage, das hätte ich niemals erwartet und trotz alledem ist es tatsächlich so. Denn ich mag Jennifer Armentrout eigentlich. Die schreibt schöne Geschichten, die kann das auch. Ich finde, die Wait for You-Reihe ist eine der besten New Adult-Reihen, die es gibt. Und hiermit hat sie sich einfach keinen Gefallen getan, wie ich finde. Da hat sie sich vielleicht auch in Bereiche hineinbegeben, die ihr nicht ganz liegen und wo sie dann nicht ihr volles Potenzial vielleicht ausschöpfen konnte. Das kann es durchaus auch sein. Weiter geht es dann mit Caroline und West. Überall bist du von Lucy Knox. Ich habe sehr, sehr viel von dieser Autorin
erwartet, gerade weil Mona das ja total gehypt und gefeiert hat. Ich war sehr gespannt, auch das ist New Adult und ja, ich muss sagen, auch das konnte mich nicht von sich überzeugen. Ich fand die Protagonisten überhaupt nicht sympathisch. Ich fand das Ende irgendwie viel zu übertrieben und überspitzt. Und so im Allgemeinen war das einfach nicht meine Geschichte. Ich bin auch stark mit mir am Hadern, ob ich den zweiten Band überhaupt noch lesen soll oder ob ich ihn einfach aussortiere und für mich halt als nicht lesenswert empfinde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht werde ich reinlesen und es dann danach entscheiden. Keine Ahnung, ich bin mir da noch sehr, sehr unschlüssig, was ich mit dieser Autorin mache. Vielleicht gefällt mir der zweite auch viel, viel besser. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin da einfach mal ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr den zweiten schon gelesen habt und euch der erste vielleicht auch nicht so gut gefallen hat, könnt ihr mir mal schreiben, ob es sich lohnt, den zweiten noch zu lesen oder ob ich es vielleicht doch lieber lassen sollte. Dann muss ich euch hier noch präsentieren, Kyria und Rap. Auch diese Geschichte konnte mich tatsächlich überhaupt nicht überzeugen. Ich fand die Protagonisten unsympathisch. Ich fand den Schreibstil zwar okay, auch das Worldbuilding war interessant und trotz alledem ist der Funke nicht übergesprungen. Ich habe das der Autorin nicht so gänzlich abgenommen. Sie ist ja auch eigentlich eher so eine Autorin, die so im historischen Bereich schreibt und vielleicht liegt ihr dieses Jugendgenre gepaart mit Dystopie nicht so gut. Das kann durchaus sein. Und ja, das war sehr, sehr schade, weil die Geschichte auf jeden Fall Potenzial hatte. Aber es bei mir nicht ausschöpfen konnte. Auch die Kalendergirl-Bücher waren für mich richtige Flops. Also der erste war ja noch okay. Dazu haben wir ja auch noch ein Hangout gemacht und auch zu dem zweiten. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, alle vier zu lesen. Und ich muss euch leider gestehen, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ich hätte keine vier Bände von dieser Reihe überstanden. Ich fand den zweiten schon echt grenzwertig und der dritte nach 80 Seiten konnte ich einfach nicht mehr. Ich habe ihn zur Seite gelegt. Ich habe gedacht, nein, Jessie, das machst du nicht. Du liest das jetzt hier nicht weiter. Du wirst dir selber keinen Gefallen damit tun. Und ja, somit kam die Entscheidung, die ganze Reihe dann abzubrechen nach dem zweiten Band und innerhalb des drittens. Und es lief immer nach demselben Muster. Es war immer so gleich, dass das passierte, das passierte, das passierte, das passierte, das passierte, das passierte. Man konnte richtig die Uhr danach stellen, wie das laufen wird. Und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Das war langweilig. Es war einfach total langweilig. Und Mia war am Anfang, wirkte sie so tough und so cool. So eine Bikerin und mit Leder und ja, sie weiß, was sie will. Und irgendwie ist sie innerhalb des ersten Bandes schon so krass zerbrochen, dass sie im dritten Band überhaupt zu nichts mehr zu gebrauchen war gefühlt und auch immer irgendwie nur noch das eine konnte und gar nicht mehr klar gedacht hat und das war alles blöd irgendwie, weiß ich nicht. Und von daher tut es mir sehr, sehr leid, aber das war nicht meine Geschichte. Ebenso wenig meine Geschichte war Mein Herz und Deine Krone. Ich habe mir hier eine total schöne, so royale Liebesgeschichte mit ja, Erotik-Elementen erwartet. Tatsächlich habe ich einfach nur das langatmigste Buch ever gekriegt. Es war eine Geschichte, die ja so ein bisschen die Geschichte von Kate und William aufgreifen sollte. Und trotz alledem war mir das viel zu lang gezogen und bis ins Tiefste zerkaut und es hat einfach keinen Spaß gemacht, das zu lesen. Ich weiß, dass die Mädels, mit denen ich das gelesen habe, stellenweise es viel, viel besser fanden als ich. Das freut mich auch wahnsinnig für die Mädels, aber für mich war das einfach gar nichts. Auch dieses Buch, nämlich Schattenmelodie von Daphne Unruh, hat mich recht erstaunlich eigentlich enttäuscht. Denn den ersten Band, Himmelstiefe, fand ich richtig gut. Dem habe ich, glaube ich, 4 oder 4,5 Sterne gegeben. Also überhaupt nicht schlecht. Ich meine, es waren 4. Und von daher war ich sehr überrascht, dass mir Schattenmelodie gar nicht so wirklich zugesagt hat. Denn das war eigentlich ein echt gutes Buch. Also auf jeden Fall der erste. Und Schattenmelodie war aber irgendwie so, weiß ich nicht, es fühlte sich so lieblos an. Es hat sich nicht angefühlt, als hätte man da mit ganzer Intensität hintergestanden, sondern man schreibt das jetzt halt, um diese Welt weiterzuführen. Aber irgendwie hat da so dieser Funke gefehlt. Das war kein Buch, was richtig schlecht war oder sonst was, sondern es hat mich einfach erstaunt, dass ich es nicht gut fand, weil ich den ersten gut fand. Und von daher war ich da echt überrascht drüber. Das hat von mir nur 3 Sterne gekriegt. Und wie gesagt, der andere war echt gut, Tendenz zu den 4,5 bis 5 Sternen. Ich glaube, er hat 4,5 gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Und von daher war ich sehr, sehr überrascht bei dieser Geschichte.
Bei dem Buch war ich jetzt nicht ganz so überrascht, weil ich von der Autorin jetzt nicht so viel erwartet habe und trotzdem war es halt so einer der Flops 2017, nämlich Soulseeker, vom Schicksal bestimmt. Ich fand die Idee klasse. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Da hätte man viel draus machen können. Sie hat aber, obwohl der Anfang grandios war und das richtig gut und ich dachte, wow, was hat sie denn hier gemacht? Naja, vielleicht hat sie sich nach Evermore, sehr weiterentwickelt, das kann ja durchaus sein, hat sie das irgendwie zerstört, indem sie da so diesen typischen Highschool-Clinch reingebracht hat, den das Buch überhaupt nicht benötigt hätte. Und das war sehr, 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 sehr schade. Und von daher, ja, war das einfach auch ein Flop, obwohl er nur der hat schon 3 Sterne gekriegt und trotzdem war es irgendwie ein Flop. Das vorletzte Flop-Buch und ich bin sehr, sehr froh, wenn dieses Video zu Ende ist, weil das für mich so negative Energien hinterlässt und das mag ich eigentlich gar nicht, denn ich möchte bei Büchern schon über was Schönes reden und mich freuen und sagen, ja, das hat mir gut gefallen und wenn das mal so ein Buch im Lesemonat ist, kann ich damit noch ganz gut umgehen, aber wenn es ein ganz gesammeltes Video ist, wo es nur um Bücher geht, die nicht gut waren, fühle ich mich da jetzt gerade nicht ganz so wohl mit, muss ich ehrlich gestehen und trotz alledem finde ich es auch vollkommen in Ordnung, euch davon zu erzählen, aber ja, es hinterlässt so einen totalen schwarzen Schleier über mir und ja, mal gucken, ob ich mich gleich da mit den Top-Büchern da wieder ein bisschen rausholen kann. Auf jeden Fall ist auch ein Buch gewesen, wo ich sehr erstaunt war, dass es nicht gut war, dieses hier gewesen, nämlich Demon Road. Von Derek Landy habe ich Sky Dutchery Pleasant als Hörbuch angefangen und fand es eigentlich echt gut. Es ist humorvoll, es hat so ein bisschen so diese Krimi-Elemente, diese Detektivgeschichte und etwas, was ich sehr, sehr gerne mag, hat aber auch Fantasy-Sachen damit drin. Und ich war sehr gespannt auf Demon Road, als es halt 2017 rauskam und habe mich darauf gefreut und dachte so, ja, das klingt irgendwie ziemlich cool, weil unsere Protagonistin soll von ihren Eltern gefressen werden und flieht dann und macht dann so einen Roadtrip über die Route 66, was aber alles mit höllischen Ereignissen zu tun hat und so. Das ist eigentlich richtig cool und trotz alledem war es nicht gut. Obwohl die Geschichte echt gut klang, das fand ich sehr, sehr schade. Es war mega langgezogen, es war irgendwie so übertrieben und die Protagonistin war nicht sympathisch und leider konnte Derek Landy mich damit nicht abholen. Und es hat zwar von mir, glaube ich, 2,5 oder 3 Sterne gekriegt, also keine schlechte Bewertung, aber trotz alledem war es halt auch keine gute Bewertung. Und zu guter Letzt ein Science-Fiction-Buch, bei dem ich sehr, sehr erstaunt darüber war, dass es mir nicht so ganz gut gefallen hat, weil ich weiß, dass die Autorin eigentlich kann. Nämlich Der Rat der Neun von Veronica Ross. Das ist ja die Autorin von Die Bestimmung. Und ich fand es sehr, sehr schade, denn die Geschichte hatte definitiv Potenzial, wurde aber meines Erachtens einfach viel zu lang gezogen, hätte viel mehr Kürze vertragen können und irgendwie... Ich weiß es nicht, es ist auch nicht so viel hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ungefähr, worum es sich drehte, aber es ist nicht das Buch gewesen, was ich mir darunter vorgestellt hatte, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe. Und ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig. Auch dieses Buch hätte wesentlich mehr Potenzial gehabt, gerade durch die Autorin, die dahinter stand. Hat von mir, glaube ich, auch 2,5 oder 3 Sterne gekriegt. Und ja, war einfach nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und somit ist es gerechtfertigt bei den Flop-Büchern, weil es einfach nicht, ja... weil es mehr Potenzial durch die Autoren gehabt hätte, aber es nicht bekommen hat. Sehr, sehr schade. Und ja, das waren sie, meine Flop-Bücher für 2017. Es sind jetzt nicht grundlegend alles die schlechtesten Bücher, aber die Bücher, wo ich sehr überrascht war, dass ich sie nicht gut fand. Und ja, das war's von diesem Video. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich hoffe, ihr auch. Also nicht, weil der Inhalt blöd ist oder sowas, sondern weil es einfach kein schönes Thema ist. Also, meh. Miau. Ja, okay, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es wird jetzt gleich wieder besser und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye, meine Lieben.